Freunde, was geht ab? Wunderschönen guten Tag. Endlich mal wieder ein Fahrschulvlog. Wir haben ein bisschen Pause gemacht, weil es war Karneval in Köln. Da kann man selbstverständlich kein Auto fahren. Aber da kommt ja schon der weltbeste Fahrlehrer aller Zeiten. Der Bari ist da. Stand im Stau, weil die Leute kleben sich auf die Straße. Es ist kein Durchkommen mehr hier in Köln. Aber jetzt wird endlich mal wieder gefahren. Carsten heute hinter der Kamera. Heute ist mal ein richtig guter Vlog, oder? Ihr könnt gerne auch mal Fragen in die Kommentare schreiben. Alles, was ihr wissen wollt rund um das Projekt Führerschein, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es beantworten. Ich glaube, es ist so meine 8. Fahrstunde. Sie sind zu spät. Dann ist für die Klimaaktivisten. Ja. Hör auf, ey. Wir fahren mit Elektro. Alles klar? Ja, bei dir? Ist Elektroauto, ne? So ist normalerweise, wenn wir fahren. Just like a rich nigga staircase. No fly zone. Please stay the fuck out my ass, bitch. Wie bitte? Links! Ich fahr rechts! Die wievielte Fahrstunde ist das von mir? Jetzt haben wir schon überlegen, 10, ja, so 10, 12 haben wir schon gemacht. Wirklich? Weiß nicht mit wem. Wo ist Kupplung? Kupplung, die haben wir heute ausgebaut. Achso, ist Automatik, ne? Kannst du für mich kuppeln? Carsten, heute erste Mal, ne? Das, ich habe das vor kurzem bei so einem Mädel gesehen, die hat denn so gemacht. So. Ich sag, was machst du da ja? So Lenker einstellen? Im Abstand. Ne? Voll gut, aber hier kann ich auch noch, ne? Ja. Ich könnte ein bisschen höher machen. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen der Höhertyp. Heute ist die 6. Fahrstunde. Bisschen runterschrauben oder nicht? Komm, hör auf, das macht einen guten Eindruck. Wir machen Überlandfahrt oder was? Was bedeutet das? Wir fahren außerorts Landstraße. Wir fahren über Land. Kurven. Wirklich? Ich roll mal jetzt nach vorne. Mhm. Das wäre auch ganz geil. Ich sollte erstmal den. Ich leg mal den Vorwärtsgang ein, Carsten. Das ist okay. Bevor du losfährst, kurz den Schulterblick, ne? Warte mal, bevor ich losfahre, jetzt pass auf, bei all dem Spaß, das ist eine Ernsthaftigkeit. Ich stelle erstmal die Spiegel ein, dass ich wirklich auch mal was sehe. Spiegel sind perfekt eingestellt für mich. Der ist richtig gut, der ist gut. Wie war nochmal, bevor wir losfahren, immer? Zähne putzen. Spiegel. Spiegel. Ach so, Blinker. Ja, ja, aber ich muss ja jetzt nicht blinken. Doch, doch, weil wir losfahren, weil wir stehen ja quasi. Carsten, genau. Die billigen Sprüche da hinten kannst du dir jetzt schon mal verkneifen, weil sonst steige ich ganz schnell aus. Marc, das ist eine Fahrschule, du musst immer alles machen. Ich fahre nach rechts, kommt keiner, noch mal geguckt, Fahrräder muss man immer drauf achten. Jawohl. Für die 4. Fahrstunde ist es ganz gut eigentlich. Für die 4. ist es auf jeden Fall ganz gut, ja. Problem ist, wenn ich fahre, ich kann immer nicht viel reden. Ich kann nicht denken, konzentrieren und reden. Deshalb sind meine Videos auch immer so scheiße. Wenn die Mädels da sitzen, die sind am Quatschen. Und die labern da rum. Ich denke mir immer, wie machen die das, ey? Ich muss mich echt immer so konzentrieren. Wobei Regina ist jetzt auch nicht das Laberpferd, aber... Wenn sie fährt, nicht. Nee. Aber ja, Novi ist das Erste, was sie macht. Playlist ja, an, Playlist. Mucke auf, man hört nichts. Nova, alles klar, Digga. Ach, guck mal, dein Auto. Ach, Digga. Meistens für die Leute, die es nicht gesehen haben, von uns hat gerade ein Smart überholt. Ja, wir machen lieber Komfort. Komfort ist genau das Richtige von uns. Übrigens, Leute, ran an die Banane, checkt unbedingt mein Hauptvideo ab. Wir haben die Frauen in einem Club gefragt, wie wollt ihr denn angesprochen werden? Am allerliebsten, wie klärt man sich als Mann eine Frau im Club? Wir fragen gerade nur, wie die Frauen angesprochen werden wollen im Club. Solange dein Führerschein hat. Du fährst mit deinem Auto vor und sagst, hey Baby, hast du einen Führerschein? Ansonsten bringe ich es dir bei. Ich verteile meine Visitenkarte. Ey, Männer, die was können, egal in welchen Bereichen, sind prinzipiell immer schon recht attraktiv für Frauen. Wenn du schon irgendwas kannst, so, ne, du hast ja sozusagen auch dann eine beibringende Funktion, das ist schon attraktiv. Also jetzt als Fahrlehrer nicht, ne? Nein, das sagst du. Nein. Ja, ist doch da, ist doch da. Und auch ganz sanft hier die Nummer klar gemacht. Mit wem redet ihr? Mit wem redet ihr? Ja, Freunde, wie ist der Stand der Dinge? Kann ich euch natürlich mal so sagen. Ich bin fertig mit der Theorie. Ich warte jetzt nur noch, bis ich die Zulassung habe für die Prüfung. Und dann fange ich auch tatsächlich schon an, bald die Fahrprüfung zu machen. Ja. Im besten Falle schaffen wir es irgendwann Ende März, wenn alles gut läuft und ich nicht 20 Mal durchrassel. Also ich gebe ihr mein Bestes, nicht für dich, aber für mich. Ich sehe schon, wie gesperrt die Brücke war. Hier war ich kein Durchkommen-Bari, ne? Nee, nicht hier. Das ist so. Der lag noch so gemütlich im Bett, hat sich noch schön in Folge Simpsons reingezogen. Brudi, es ist alles gesperrt, diese Klimaaktivisten, so hier nichts los. Noch nie eine freiere Brücke gesehen, ja, wie jetzt gerade, ey. Warum fahren wir so langsam? Soll ich den überholen? Ja, keine Ahnung, ich höre mal dieses Rechtsfahrgebot. Weil ja, wir dürfen 80 fahren und wenn er vor uns keine 80 fährt. Der fährt halt so langsam. Ja, Blinker setzen, auf geht's, gib mal ein bisschen Gas und schön. Wir dürfen ja 80 fahren. Du hast eigentlich auch einen Twitch-Account. Mhm. Ja? Was streamst du da? Ich habe oft weiblichen Besuch. Lydia, wie gefällt dir Marc? Nicht schlecht. Und
ich mache meistens also Reactions oft, also reacte dann auch auf Videos von Leuten. Die Linke gibt eine 10. 6. Okay. Das ist alles scheiße, Digga. Ach so. Normal hast du recht, jetzt überholt. Ja, aber jetzt ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, und der tuckert. Siehst du? Ich bin ein aufmerksamer Typ, Digga. Forder mich nicht heraus, Bari. Gar kein Problem. Wenn sie diese überholen können, aber ich will die nächste Ausfahrt nehmen, damit wir auf die Landstraße kommen. Ich möchte nach rechts weiterfahren. Rechts, Marc. Rechts ist hier. Gut, so, ist grüner Pfeil. Das heißt, ich darf bis zur Sichtlinie vorfahren. Erstmal stehen bleiben. Ja. Weil Ampel rot. Aber? Und jetzt darfst du, wenn alles frei ist, fahren. Ja. Richtig. Auch wenn Ampel rot, ja. Siehst genau. du? Aber es ging mir um dieses Stehenbleiben. Das ja, das hätte ich jetzt gemacht. Ja. Das sowieso. So, ist keiner da, dann darf ich. Jawohl, super. Ist man nicht an dem Vordermann orientiert. Ja, genau. Ich gucke nämlich nicht mehr auf die Dreckigen da vorne. Ich gucke auf mein eigenes Ding. Und zwischendurch auf mein Handy. Lieber vorsichtiger, Leute. Und keine Unfälle bauen und die Gesundheit an erster Stelle stellen, als einen Bleifuß zu haben, sage ich euch, Freunde. Deshalb habe ich auch jetzt erst meinen Führerschein. Schön mit 18, Digga. Ich wäre hier mit 150 lang gepiekt, Digga. Schön nochmal einblasen lassen von meiner Freundin. Spiegel, Spiegel, Blick, Schulterblick rüber. Jawohl. Wieder Gas geben. Wenn wir nach rechts fahren, auch wieder nach rechts. Finde ich noch nicht, mache ich jetzt erst. Bin ich noch gar nicht rübergefahren. Ich bremse ab, ist keiner da, ich gebe wieder Gas. Ja, schöne Häuser hier, ne? Alter, was ist das denn für eine dumme Strecke? Jetzt, ich überhole nicht, weil es geht bergauf. Wäre genau richtig in der Prüfung. So, jetzt überhole ich auch nicht, weil kommt, was kommt da Kurve? Durchgezogene Linie am Boden. Ist auch noch. Sperrfläche. Und Sperrfläche. Ja, und halt euch ein bisschen die Abstand so. Okay. Und das ist immer so der Klassiker, dann werden die Schüler immer nervös, weil von hinten kommen Autos. Nö. Ich muss hier. Nö. Scheißegal. Wir haben Zeit. Ich bin da nicht nervös. Wenn die hinter uns überholen wollen, sollen die das nicht machen, sollen die über den Gegenfick ziehen und sowas. Das ist schon so Ding. So, sobald, ja gut, aber hier ist ja wirklich ziemlich dumm. Dürfte ich nicht, ne? Ich dürfte den jetzt nicht überholen. Machst du auch gar nicht. Genau, aber so eben war die Linie, geht wenn nicht. Wenn die Autos jetzt wechseln, dürftest du. Ja. So, jetzt wäre das für mich, wo ich das machen würde. Ja, dann mach das. Schulterblick. Ja, gut. Das war in Ordnung. So hätte ich jetzt in der Prüfung auch gewartet. Ich zeige jetzt einmal meinen Fahrlehrer, den lieben Bari, das allererste Mal meinen Malle-Song. Er ist auch Malle-affin. Du hast gesagt, du bist auch gerne mal an der Playa unterwegs. Ja, klar, natürlich mit der Fußballmannschaft immer. Dann hör dir mal den Song an. Ich bin gespannt, was du sagst. Stark, Ohrwurm-Faktor. Der ist schon geil, ne? Ohrwurm-Faktor. Also wenn der auf Mallorca nicht abgeht, dann weiß ich. Dann weiß ich es auch nicht, ey. Geil, ja, ich höre den auch. Wenn du auf Mallorca so eine Fußballmannschaft bekommst, die dann zu Boxen rumläuft und so, dann sind wir das. Ja. Freunde, das war mal wieder eine Fahrstunde mit dem lieben Bari. Ich danke dir vielmals. Mein Lieber, es war gut. Wir sind lang gefahren heute, ne? Geil. Wir sehen uns morgen früh wieder, wenn es mit Nova und Regina weitergeht. Danke an Carsten, der heute gefilmt hat. Leute, stellt gerne mal echt alle Fragen, die ihr rund um das Thema Führerschein habt, in die Kommentare. Bari liest sich das Ganze auch mal durch. Ja. Fahrwerk ist selbstverständlich verlinkt unten, wenn ihr aus Köln kommt. Das ist die absolute Adresse Nummer 1. Ich steige jetzt aus, gehe jetzt direkt in Call und dann geht's weiter. Dann sehen wir uns morgen. Hier auf Malle geht keiner allein nach Haus. Komm, wir steigern uns am Bodycount. Im Wasser, am Strand oder Hotel. Malle ist der geilste Ort der Welt. Ich seh dich öfters als meine Freundin. Ich hab gar keine Scheiße.